Thema JavaScript in Drupal. Bitte schön. Ja, hallo, ja. JavaScript in Drupal. JavaScript kennen viele vielleicht noch aus den Anfangszeiten vom Internet. Da war das ja fast ein bisschen ein Schimpfwort, würde ich jetzt fast sagen. Wichtig zuallererst ist, dass JavaScript nicht Java ist. Es wird trotzdem immer noch verwechselt. JavaScript hat ziemlich wenig mit Java zu tun. Also nicht dasselbe. Okay. Und das zweite Vorurteil über JavaScript ist auch, dass es das ist eine Internetprogrammiersprache. Ist es eigentlich nicht wirklich. Man kann JavaScript auch zu allen möglichen anderen Sachen verwenden. Es gibt zum Beispiel das Mozilla-Projekt Reno. Damit kann man JavaScript auch serverseitig einsetzen. Falls das jemand kennt, jQuery, die haben am Anfang haben sie auf Reno gesetzt. Und da war die komplette Website ist eben mit JavaScript auf der Serverseite gelaufen. Das heißt also, sämtliche Webseiten sind eben mit JavaScript generiert worden. Okay. Im Gegensatz zu früher, sage ich jetzt mal mit ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, ist JavaScript heute einigermaßen benutzbar. Die meisten großen Browser unterstützen es. Oder eigentlich es unterstützen alle großen Browser und es gibt auch im Vergleich zu früher weniger Probleme in der Unterstützung. Ja, das Web 1.0 JavaScript, das nenne ich jetzt mal Web 1.0 JavaScript, kennen Sie vielleicht von Dreamweaver MouseOver Scripts. Wer kennt das nicht? mm-onMouseOver, so ungefähr hieß das. Findet man immer noch auf relativ vielen Webseiten. Dann besonders beliebt war vor ein paar Jahren auch eben Sachen, die dem Mauscursor hinterherfliegen. Kennen bestimmt auch noch welche, wenn er so Text hinterherfliegt. Oder Schneeflocken auf der Website. Ja, Winter besonders beliebt gewesen. Leider immer noch verwendet sind JavaScript-Links. Das heißt also, wenn man auf einen Link draufklickt, dann passiert ohne JavaScript überhaupt nichts. Weil dieser Link, wenn man da draufklickt, irgendwie eine JavaScript-Funktion ausführt, der den Benutzer dann zu einer anderen Seite bringen soll. Das ist in den allermeisten Fällen ziemlich unnötig und hat zur Folge, dass die Website ziemlich unzugänglich wird für Web-Spider, wie zum Beispiel den Google-Crawler und alle möglichen anderen Suchmaschinen und eventuell auch Probleme auf mobilen Geräten machen könnte, wenn der Browser JavaScript nicht unterstützt. Also JavaScript-Links, Web 1.0 wollen wir nicht mehr. Im Web 1.0 ist JavaScript im Prinzip als Spielerei verwendet worden, kann man sagen. Ganz anders ist jetzt das Ganze im Web 2.0. Ich verwende den Begriff. Web 2.0 hat natürlich noch viel mehr in sich als bloß JavaScript. JavaScript macht noch kein Web 2.0. Viele Web 2.0 Webseiten zeichnen sich halt dadurch aus, dass eben viel JavaScript benutzt wird. Deswegen verwende ich den Begriff. Und zwar hat sich das sogenannte unobtrusive JavaScript durchgesetzt. Das bedeutet, unobtrusive, unaufdringlich heißt es auf Deutsch. Und zwar, eine Website muss auch komplett ohne JavaScript funktionieren. Das Ganze funktioniert unaufdringlich. Wenn kein JavaScript vorhanden ist, dann sind halt vielleicht manche Annehmlichkeiten nicht vorhanden, die man durch JavaScript bereitstellen kann, aber die Funktionalität von der Website ist im Großen und Ganzen nicht eingeschränkt. Im Web 2.0 wird JavaScript als Navigationshilfe verwendet, um den Benutzer schneller durch Website zu losen, eben Usability-Verbesserungen, was man vielleicht auch von Drupal, in Drupal sind auch ziemlich viele oder einige JavaScript Usability-Verbesserung, zum Beispiel diese Checkboxen, was ich heute früh gezeigt habe, wo man in einer Tabelle auf der linken Seite 10 Checkboxen hat und man will alle zwischen dem ersten und dem zweiten auswählen, muss man normalerweise jede Checkbox anklicken. Wir haben da aber so ein Script drinnen, wenn man auf die erste Checkbox draufklickt, dann Shift drückt auf die nächste und auf die letzte Checkbox, dann werden alle dazwischen auch ausgewählt. Das sind solche Sachen, womit man die Usability von einer Website ganz enorm verbessern kann.
Und weiterhin wird JavaScript auch eingesetzt zur Beschleunigung von der Interaktion mit einer Website. Das ist Stichwort Ajax, zu dem kommen wir später auch noch. Man kann also abschließend sagen, dass im Web 2.0 JavaScript eben zum Vorteil für den Benutzer eingesetzt wird und nicht zu Spielereien. Also JavaScript hat im Web 2.0 wirklich effektiven Nutzwert. Okay, nochmal, vielleicht ist es vorhin noch nicht deutlich geworden. JavaScript, eine Website muss ohne JavaScript benutzbar sein. Wenn eine Website ohne JavaScript nicht funktioniert, dann weg damit. Lieber gar nicht als ohne JavaScript, weil es gibt noch, es gibt genügend Benutzer, die JavaScript nicht aktiviert haben, die eventuell auch gar nicht die Entscheidungsgewalt darüber haben, ob sie JavaScript aktivieren können. Zum Beispiel in Firmenumgebungen gibt es genügend Firewalls, die einfach sämtliches JavaScript rausfiltern aus irgendwelchen Sicherheitsaspekten, sonst noch irgendwas. Deswegen, ohne JavaScript muss man eine Website benutzen können. Google macht es relativ gut, wenn ihr zum Beispiel Google Mail kennt. Das komplette Google Mail ist ja ziemlich JavaScript durchsetzt. Allerdings gibt es auch Oberfläche, die komplett ohne JavaScript funktioniert. Und ja, das funktioniert halt. Das funktioniert dann wie eine normale Webmail-Anwendung, wie man es von anderen Webmail-Anbietern auch kennt. Aber es ist in der Funktionalität an sich nicht wirklich eingeschränkt. Dann, wie geht man ran, dass man Interaktivität in der Website integriert? Zunächst mal würde ich Ihnen empfehlen, die komplette Website erstmal ohne JavaScript zu programmieren. Also nicht gleich von Anfang an irgendwelche JavaScript-Sachen da einbauen, sondern erstmal so aufbauen, dass man die komplette Website ohne JavaScript benutzen kann. Das stellt nämlich schon mal sicher, dass, falls JavaScript irgendwie nicht vorhanden sein sollte, dass man die Website eben doch benutzen kann. Wenn man das nämlich andersrum macht, schon gleich JavaScript mit einbaut, dann kann es sein, dass zum Schluss dann irgendwelche Sachen nicht funktionieren, weil man selber ja JavaScript aktiviert hat und das im Nachhinein vergisst oder ja, das ist dann doch nicht wichtig, dann ist das Budget zu Ende oder sonstige Sachen. Und ja, genau, wie gesagt, erst danach diese Interaktivitätsschicht, nenne ich das jetzt mal, hinzufügen. Hilfreich ist natürlich, wenn man eine Website entwickelt, zum Beispiel Drupal-Module schreibt, dass man bereits, während man das Ganze programmiert, schon daran denkt, dass man da später noch JavaScript hinzufügen muss, um dann irgendwelchen Elementen Klassennamen vergeben zu können, wo diese Scripts dann eben dran ansetzen können und zum Beispiel auf irgendeinen Link Interaktivität drauflegen können. Ja, JavaScript. Wer von Ihnen hat schon mal JavaScript programmiert? Ja, das sind doch relativ viele. War das eher dieses, ich sage jetzt mal Web 1.0 JavaScript oder schon ja, Web 2.0 JavaScript? Bitte? Noch jemand? 2.0, ganz klar. Ich erkläre jetzt trotzdem mal ein paar Sachen für JavaScript, weil der Ansatz, wie JavaScript funktioniert hat, ist im Web 1.0 anders als im Web 2.0. JavaScript ist objektorientierte Skriptsprache, das ist komplett objektorientiert. Dann gibt es so lustige Sachen wie anonyme Funktionen und so weiter, falls das jemandem was sagt. Da kommen wir später noch dazu, was es ist. Dann prototypenbasierte Vererbung und nochmal objektorientierte Skriptsprache. Wirklich alles ist ein Objekt. Das heißt also, ich kann hier auch einfach ganz normal einen String definieren und dann an diesen String direkt irgendwelche Funktionen ausführen. Das ist im Prinzip ein String-Objekt, was ich da habe. Auch wenn ich bloß dieses ganz normal in Anführungszeichen schreibe. Und auch reguläre Ausdrücke sind ein Objekt. Es gibt das regex-Objekt und ich kann reguläre Ausdrücke einfach so definieren,
Das kann ich ganz normal in jeden Browser in die Adresszeile auch reinschreiben und es funktioniert auch. Und ja, also ich muss es nicht irgendwie wie zum Beispiel in PHP in Anführungszeichen, dann wird es noch irgendwie alle möglichen anderen Sachen, sondern das ist direkt ein nativer Datentyp auch in JavaScript. Dann, ja, die ganz einfachen Sachen, so kann man eben Variablen definieren und Integers und Arrays, das ist auch interessant, diese Syntax. Wer kennt diese Syntax, um Arrays zu definieren in JavaScript? Keiner. Bitte? Also diese Zeile hier ist JavaScript Array. Und zwar, viele kennen vielleicht, wenn man Array definiert, ist New Array und dann eben diese Objekte auflisten. Es gibt aber Shortcuts, das wird von komplett allen Browsern unterstützt. Einfach das in eckige Klammern und dann die ganzen Werte auflisten. Dann hat man schon Array. Und dadurch wird das Ganze, ja, ich sag mal, relativ elegant. Wohingegen man in PHP zum Beispiel noch Array und dann das Ganze in Klammern und so weiter schreiben muss. Dann, Objekte können auch so definiert werden, und zwar mit geschweiften Klammern, das ist ein Objekt. Der Unterschied zwischen Arrays und Objekten ist, dass in Arrays alles von 0 bis n durchnummeriert wird. In Objekten kann man eben diese Indizes frei benennen. Und man kann auch auf diese Objekte, auf diese Eigenschaften von den Objekten beliebig zugreifen. Und zwar zum einen gibt es da diese Syntax, einfach eben Punkt foo. Und wenn das Ganze aber komplexere Parameter ist, wenn er beispielsweise noch Leerzeichen enthält, also diese Property, der Property-Name kann auch beliebige Unicode-Zeichen enthalten. Ich kann da auch Ös und Üs und sonst noch was verwenden, ohne dass es irgendwelche Probleme macht. Allerdings, wenn ich dann zum Beispiel Leerzeichen verwende, ist klar, dass ich das Ganze so in Anführungszeichen schreiben muss, weil ich sonst Probleme mit Probleme damit bekomme, dass es richtig geparst werden kann. Ja, Funktionen können zum einen so definiert werden. Hey, genau, noch was, wenn irgendjemand irgendwann mal nett mitkommt, irgendwas unklar ist, bitte sagen. Weil sonst, wenn ich nicht weiß, wenn Sie jetzt alle das hier oben ist oder da unten, dann ich kann es nicht von hier aus beurteilen. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, da Zwischenfragen zu stellen. Funktionen sind in JavaScript aber auch Objekte. Wie gesagt, alles ist ein Objekt in JavaScript. Deswegen kann ich einer Variable auch eine Funktion zuweisen. Funktion ist genauso ein Datentyp wie, wie ein String oder wie ein regulärer Ausdruck auch. Ich kann zum Beispiel dann Funktionen auch beliebig umbenennen, indem ich solche Anweisungen ausführe. Und was auch interessant ist, ich kann Funktionen definieren und sie gleich ausführen. Das, was da innen ist, also von da bis da, das erzeugt erstmal eben das Funktionsobjekt. Wenn ich das dann in runde Klammern schreibe und noch diese, ja, ich sage jetzt mal Ausführungsklammern hinten dran hängen, dann wird diese Funktion sofort ausgeführt. Das ist manchmal recht praktisch. Ja. Okay. Und diese Funktion, was wir da innen haben, ist eine sogenannte anonyme Funktion. Das habe ich vorhin schon verwendet, das Wort. Anonyme Funktion bedeutet, dass die Funktion nirgendwo gespeichert ist oder nicht irgendwie einen bestimmten Namen hat. Das ist halt einfach da, das Funktionsobjekt, kann man aber später nicht mehr aufrufen, weil es nirgendwo irgendwie, ja. Würde das zum Beispiel sofort zur Ausführung kommen, jetzt als Pendant, wenn man den Body of Load schreibt oder sowas? Ja. Das wäre dann praktisch, könnte man sowas weglassen, aber die Funktion wird trotzdem sofort ausgeführt beim selben Namen. Genau, ja. Viele kennen ja das Problem, wenn sie direkt JavaScript-Code in den Head von einer Seite reinschreiben, dass dann zum Beispiel das Body-Tag noch gar nicht zur Verfügung steht. Was es da für Möglichkeiten gibt, da kommen wir später auch noch dazu. Okay. Moment. Genau, dann, wie gesagt, Funktionen sind auch Objekte. Das heißt also, ich kann so eine Funktion definieren und dann kann ich der Funktion zum Beispiel auch noch Unterelemente hinzufügen. Das ist problemlos möglich.
Und ja, ich kann zum Beispiel einen Foo ausführen und auf Foo-Test zugreifen. Also das ist, ja, okay. Genau, und zwar, ich habe vorhin schon von Prototypen-Vererbung gesprochen, und zwar, wenn ich zum Beispiel foo.prototype, da kann ich alle möglichen Funktionen reinschieben, und wenn ich dann ein neues Objekt von dieser foo-Variable generiere, dann hat das, ich denke mal, Sie kennen objektorientierte Programmierung einigermaßen. Okay. hat eben dieses die neu generierte Instanz sämtliche Prototypen, die kann man dann auch überschreiben und alle möglichen Sachen damit veranstalten. Ja, dann das DOM, das Document Object Model, hat jetzt so direkt nichts mit JavaScript, mit der Sprache an sich zu tun. Das sind eigentlich unabhängige Sachen. JavaScript, wie gesagt, hat jetzt nicht per se was mit Browsern zu tun. Man kann JavaScript für alle möglichen Sachen verwenden. Das Document Object Model stellt aber den Zugriff auf die ganzen Elemente in einer Website zur Verfügung. Und zwar in HTML, kennen Sie vermutlich, ist jedes Element. Und mit diesem Document Object Model kann ich halt auf die einzelnen Nodes, also Nodes sind irgendwelche HTML-Tags, wie zum Beispiel so Anchor-Tag oder Div-Tag und so weiter, zugreifen. Da gibt es eben diverse Funktionen, get element by ID, get elements by tag name und so weiter. Das sagt Ihnen vermutlich auch schon was, wenn Sie mit JavaScript schon mal zu tun gehabt haben. Das Ganze ist aber relativ aufwendig zu programmieren, weil man eben bloß auf IDs direkt zugreifen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendwelche Elemente zugreifen will, die keine ID haben, dann wird es schwierig. Oder wenn man auf irgendwelche Elemente zugreifen will, die zum Beispiel irgendwie anders verschachtelt sind, oder wenn man fünf verschiedene hat oder fünf Stück von irgendeinem bestimmten Element, wo man Interaktivität drauflegen will. Das funktioniert zwar mit diesem Document Object Model, wenn man das direkt nutzt, schon. Das ist halt relativ aufwendig, weil man über verschiedene Nodes iterieren muss und so weiter. Deswegen gibt es so JavaScript-Bibliotheken. Ich verwende jetzt jQuery, weil es eben Drupal benutzt, und erkläre es an dem Beispiel. JavaScript-Bibliotheken sind eben dazu da, den Zugriff auf, also zum einen den Zugriff auf die Inhalte von einer Website zu vereinfachen, dass man eben die ganzen Elemente einfacher auswählen kann. Außerdem stellen sie dann auch noch Cross-Browser-Kompatibilität her. Es gibt, JavaScript ist zwar relativ einheitlich in den ganzen Browsern implementiert, allerdings gibt es doch noch ein paar Unterschiede. Ein Beispiel ist zum Beispiel das HTML-Attribut Class. Im Internet Explorer heißt es Class Name in JavaScript. In allen anderen Browsern heißt es Class. Und das ist halt immer ziemlich nervig, wenn man bei jeder Aktion, die man macht, dann für den Internet Explorer extra Code schreiben muss. Ja. Ja, ich komme später noch zu jQuery und Drupal, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ja, wie gesagt, jQuery ist eben diese Standard-JavaScript-Bibliothek von Drupal. Mit jQuery kann man auf Elemente von einer Seite mit CSS oder XPath zugreifen. Das heißt also, ich kann beliebige CSS-Selektoren verwenden und nicht bloß das verkrüppelte CSS, was man verwenden muss, weil der Internet Explorer den ganzen Rest nicht unterstützt, sondern richtig CSS, sogar CSS3-Selektoren kann man unterstützen, kann man verwenden, und das funktioniert auch im Internet Explorer wunderbar. Ein Beispiel ist hier, und zwar kann ich mit diesem Befehl, also das Dollarzeichen ist eben diese Standardvariable, in der sämtliche Funktionalität von jQuery gespeichert ist, mit dem Befehl wähle ich alle Links, also externen Links, die im href-Attribut, die mit HTTP anfangen. Also das ist halt das, der CSS-Selektor für, dass das Attribut eben mit diesem Wert anfängt.
innerhalb von Elementen diff.box aus. Das funktioniert in eben einer Zeile. Im Gegensatz dazu, wenn man das mit DOM-Funktionen selber programmieren würde, dann würde das vermutlich locker 20, 30 Zeilen lang sein. Okay, dann noch ein paar weitere Informationen zu jQuery. Man kann mit jQuery auch Befehle verketten. Das heißt also, ich kann zum Beispiel erst allen P-Tags, die als erstes irgendwo drinnen sind, kann ich erstmal die Opacity, also die Durchsichtigkeit verändern. Und auch hier ist es wieder cross-browser-kompatibel, das heißt also, es funktioniert auch im Internet Explorer, wenn ich das so verwende. Und dann Slide Down, das ist ein Effekt von jQuery, das heißt also, das wird von eben als erstes ist es halt geschlossen und dann wird es eben aufgeklappt, dieses P-Tag. Ich kann diese ganzen Sachen später auch noch demonstrieren im Browser, das kann man sich vielleicht einfacher vorstellen. Dann Event-Handler kann man auch einfach an Objekte anfügen. Mit Event-Handlern ist es ja auch so eine Sache, weil Sie kennen ja vielleicht so zum Beispiel On-Click-Tags, also direkt den Attributen. Allerdings hat es das Problem, wenn man einfach dieses On-Click-Attribut verändert, dass Funktionen, die zuvor drinnen sind, oh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Nee. Genau, ja. Moment. Genau, wenn man einfach dieses On-Click-Attribut überschreibt, dann sind alle Funktionen weg, die zuvor da drauf waren. Das will man aber nicht. Man hat ja teilweise auch mehrere Skripte auf einer Seite, die eben an einem Element mehrere Aktionen vornehmen wollen. Bestes Beispiel ist ja vermutlich das Body-on-Load. Man hat zwei verschiedene Skripte. Das eine fügt der On-Load-Attribut hinzu, das nächste überschreibt es wieder, dann funktioniert das erste nicht. Ist unpraktisch. Deswegen stellt jQuery eben auch Funktionen dazu bereit, dass das dann eben beide eben in einen Onload-Tag reinquetscht und sich die gegenseitig nicht überschreiben. Außerdem stellt jQuery auch einen OnReady-Handler bereit. Dieses OnReady ist keine Standard-JavaScript, kein Standard-JavaScript-Event-Handler, sondern wird von jQuery selber generiert. Und zwar gibt es das Problem bei Onload. Onload wird erst dann ausgeführt, wenn die komplette Website geladen ist. Das heißt also, ich muss warten, bis sämtliche Bilddateien, bis sämtliche CSS-Dateien und so weiter und so fort geladen sind. Und wenn ich unten irgendwo so ein Webbug meinetwegen drauf habe, der dann 10 Sekunden zum Laden braucht, dann habe ich für die ersten 10 Sekunden kein JavaScript aktiviert, weil die ganzen Scripts auf Onload liegen und die Website eben noch nicht geladen hat, obwohl der Rest schon da ist. Das ist relativ unpraktisch. Deswegen gibt es in jQuery den OnReady-Handler. Und zwar wird der ausgeführt, sobald die komplette Website, also der HTML-Code quasi zur Verfügung steht. Dann sind die meisten Grafiken zwar noch nicht geladen, aber das ist ziemlich wurscht, weil ich die ganzen die ganzen Befehle, sowas, da kann ich ja schon mal ausführen und zum Beispiel das DOM verändern kann. Der vierte Bereich von jQuery sind die ganzen Hilfsfunktionen, zum Beispiel um zwei Objekte eben zusammenzuführen, so wie Array Merge, Recursive in PHP oder um über eben zum Beispiel Array zu iterieren. Das kann man zum Beispiel mit dem unteren Befehl machen. Da wird dann zu jedem Element von dem Array wird eben diese Funktion ausgeführt. Dann haben wir hier mal ein komplexeres Beispiel. Das erkläre ich mal kurz. Und zwar ganz oben haben wir document.load. Das heißt also, und dann diese anonyme Funktion da drinnen. Das heißt also, die anonyme Funktion wird ausgeführt. Das sollte eigentlich document.ready heißen. Das, also document.ready muss das sein, der document.load. Und diese Funktion wird dann eben ausgeführt, sobald, in dieser Funktion besorge ich mir dann erstmal alle Links, die den Klassennamen Toggle haben.
auf der ganzen Webseite und füge denen einen Click-Handler hinzu, auch wieder in einer anonymen Funktion, die geht von da bis da, die anonyme Funktion. Und in dieser anonymen Funktion, das heißt also, die wird ausgeführt, sobald ich auf einen Link klicke. Sobald ich auf einen Link mit dem Klassennamen Toggle klicke, wird diese Funktion ausgeführt. Dann besorge ich mir den Namen von dieser Funktion, und zwar angenommen, diese sämtliche Links würden eine ID haben, und zwar ist es eben halt this.id, weil this ist in dem Fall dann eben der Link, wo das Event ausgeführt wird. Mit einem regulären Ausdruck hole ich mir dann eben diesen, den zugehörigen Klassennamen, und es wird dann, genau, hier hört diese Regex-Funktion auf, und das Ganze liefert der Array zurück mit den ganzen Matches, und hole ich mir gleich den ersten Wert daraus, und zwar ist es diese Klammer halt, der erste Wert. Und das kann ich alles in eine Zeile machen in JavaScript. Dann habe ich in der Variable Name habe ich den, den Namen zu diesem Link gespeichert. Und weiter unten besorge ich mir dann das Element mit der ID von diesem Namen. Das kennen Sie vermutlich von CSS. Dieses raute Zeichen steht eben für IDs. Und zwar besorge ich mir von diesem Element das nächste übergeordnete Fieldset. Das heißt also, ich suche alle Elemente von diesem durch, gehe also den DOM-Tree hoch und höre beim ersten Fieldset auf. Und dieses erste Fieldset wird dann, die Aktion Slide-Toggle ausgeführt. Slide-Toggle ist also aufklappen oder zuklappen. Wenn es zugeklappt ist, wird es aufgeklappt. Wenn es aufgeklappt ist, wird es zugeklappt. Fragen dazu, zu dem Code? Trauen Sie sich ruhig. Ja. Das stört jetzt also nicht, wenn Leerzeichen zwischen diesen. Überhaupt nicht. Punkt. Überhaupt nicht. Das funktioniert problemlos. Sie müssen halt bloß aufpassen, JavaScript ist in dem Fall ziemlich fehlertolerant. Wenn Sie bei irgendeiner Zeile das Semikolon vergessen, macht es erstmal nichts aus. Wenn Sie aber den Whitespace dazwischen entfernen und ein Kasse-Semikolon steht, bekommen Sie aber Probleme. Wenn Sie zum Beispiel Programme einsetzen, die eben den JavaScript-Code komprimieren, um den ganzen Whitespace-Kommentare und sowas rauszuholen, damit die Website eben schneller wird, dann bekommen Sie damit halt Probleme. Wo Sie da Programme bekommen, mit denen Sie das automatisch testen können, erkläre ich Ihnen im Anschluss noch. Weil da gibt es etliche Programme, die da bei der JavaScript-Entwicklung helfen. Ja. Bitte? Ja, genau. Das wird auch, da kann ich auch jetzt, ich könnte zum Beispiel Parents enthält halt dann ja quasi alle Elternelemente von diesem Element mit der ID-Name. Und innerhalb von diesen Elementen, die ich mit dieser Zeile da selektiert habe, wähle ich halt dann alle Eltern damit aus und in der Gruppe von diesen Eltern dann alle Fieldsets, die als erstes kommen, also eben das erste Fieldset. So funktioniert das. Kann ich weitermachen oder gibt es noch eine Frage dazu? Okay. Dann Drupal und jQuery. Und zwar jQuery ist seit Drupal 5 Bestandteil von Drupal. Und dazu gibt es mehrere Gründe. Zum einen wird eben durch den Einsatz von einer JavaScript-Bibliothek die Programmierung extrem vereinfacht. Wenn Sie normale DOM-Funktionen verwenden, kennen Sie das immer ziemliches Gefutzle, bis man dann for var i in this und so weiter, alles Mögliche. Bis man da dann das Element gefunden hat, was man will, vergeht schon einiges an Code. Dann zum anderen ist jQuery ziemlich klein. Wenn Sie Prototype und Scriptaculous zusammen kennen, da kommen Sie locker mal auf 60, 70 Kilobyte, wenn Sie das Ganze komprimieren. Also unkomprimiert sind es wahrscheinlich locker 150, 200 Kilobyte.
Und im Gegensatz zu den 19 Kilobyte von jQuery ist es halt schon ein Unterschied. Und jQuery hat halt auch den Vorteil, dass es nicht den, zum einen den globalen Namespace verschmutzt, indem es alle möglichen Variablen anlegt, die dann wieder mit anderen Skripten, die man einsetzt, kollidieren könnten. Und zum anderen ist es so, wenn Sie Prototype kennen, das erweitert ja alle möglichen Nodes. Man kann ja, JavaScript ist ja extrem flexibel und man kann auch zum Beispiel das Element-Objekt, also Element-Objekt, jedes DOM-Element ist irgendwie ein Kind-Element von dem globalen Element. Können Sie erweitern, dann können Sie zu jedem Element irgendwelche Funktionen hinzufügen, zu jedem HTML-Tag meinetwegen. Und das gibt halt manchmal Probleme, wenn man da über Objekt iteriert, dann hat man da irgendwelche Sachen, die Prototype noch hinzugefügt hat und so weiter. Wer weiß, was ich damit meine, okay, wer nicht weiß, ist auch nicht so schlimm. Dann ist es in Drupal so, dass das JavaScript hinzugefügt wird, sobald irgendein anderes JavaScript auf der Seite ist, weil wenn kein anderes JavaScript auf der Seite ist, dann brauche ich auch das jQuery nicht, weil das jQuery an sich macht ja nichts, weil wenn kein anderer JavaScript Code ausgeführt wird, dann wozu brauche ich jQuery? Und Drupal wird in jQuery wird in Drupal auch halt mit jeder Version, also mit jeder größeren Version aktualisiert. Es gibt allerdings auch ein Backport-Patch für das 1.1.3.1. Ich habe jetzt gesehen, gestern ist die 1.1.4 rausgekommen. Drupal 5 ist mit jQuery 1.0, ich glaube 1.03 oder sowas, ausgeliefert worden. Und das Ganze wird auch nicht mehr geändert, weil dann irgendwelche Module, die eben JavaScript-Code einsetzen, Probleme bekommen könnten. Wenn man sich darüber drum kümmern will, dann kann man auch die neue Version von jQuery benutzen, eben mit diesem Backport-Patch. JavaScript in Drupal 5. Da haben wir zum einen die globale Drupal.js, die stellt Hilfsfunktionen bereit. Diese JavaScript-Datei gab es auch schon zuvor, ist aber mit dem, also seit Drupal 5 wird eben jQuery eingesetzt, ist einmal da überarbeitet worden und die ganzen Sachen, die jetzt jQuery schon kann, sind rausgeflogen. Dann haben wir in Drupal 5 auch die Autocomplete-Datei, das bietet eben die Autovervollständigung, das kann ich später auch alles nochmal demonstrieren. Dann haben wir zusammenklappbare Fieldsets und Fortschrittsanzeige fürs Upload-Modul und so weiter. Dann dieses Table Select, das Auswählen von Checkboxen, was ich heute früh auch schon mal demonstriert habe, das kann ich dann auch noch demonstrieren. Dann haben wir größenveränderbare Textfelder und eben JavaScript-Uploads, das ist ganz interessant. Wenn Sie Dateien uploaden, dann ist es halt so, dass Sie die komplette Seite abschicken müssen, also an Post-Submit ausführen müssen, damit die Website, damit die Datei eben auf den Server kommt. Wenn Sie jetzt meinetwegen 15 Dateien irgendwie auf der Website hochladen wollen, dann wird es aufwendig, weil Sie dazwischen immer warten müssen, bis die bis die Datei hochgeladen ist und dann wieder zum Formular für das Dateiauswahlfeld hinscrollen müssen und so weiter. Diese Inline-Uploads funktionieren aber so, dass das Formular abgeschickt wird, allerdings in einem versteckten iFrame. Und das lädt dann halt die Datei hoch, sie bleiben im Prinzip auf derselben Seite, können dann weitere Sachen, können zum Beispiel Text schreiben in den Node oder alle möglichen anderen Einstellungen vornehmen. Und währenddessen, während Sie noch auf dem Formular arbeiten, wird die Datei schon hochgeladen. Und sobald das Hochladen fertig ist, dann können Sie wieder Datei hochladen und so weiter. Und dann haben wir noch Farbtastic in Drupal. Und zwar Farbtastic ist diese Farbauswähler, was ich heute früh auch schon mal demonstriert habe, mit dem Sie zum Beispiel auch die Themes farblich verändern können. Das Ganze ist hochkomplexe Mathematik, wer sich mal den Code angeschaut hat. Da sind alle möglichen Funktionen zum Konvertieren von Farben in verschiedene Farbräume drinnen, von LUF in RGB und sonst noch was. HSB in RGB und so weiter.
Ja, also wer sich das mal zu Gemüte führen will, ist ganz interessant, aber kompliziert, der Code. Dann zur Drupal JS, da sind Funktionen drinnen, eben wie schon gesagt, um Form-Submits in iframes umleiten kann, weil es ist ja relativ generisch, es können theoretisch auch andere Module verwenden, außer dem Upload-Modul. Dann sind da Funktionen drin, um die Position von irgendwelchen DOM-Elementen auf der Seite zu bestimmen, also Pixelwerte links oben. Dann die Abmessungen von irgendwelchen DOM-Elementen, von einem Div-Tag meinetwegen, oder um die Mausposition zu bestimmen, weil da gibt es auch, das behandelt jQuery.net, da gibt es aber auch Browser-Inkompatibilitäten. Im Internet Explorer funktioniert das wieder anders als im Rest, sehr klar. Dann ist eine Funktion, um JSON zu parsen drin. JSON erkläre ich später noch, was das ist. Und was auch praktisch ist, diese Drupal.js fügt auch globale Klassenname .js hinzu. Das heißt also, wenn Sie spezielles CSS haben, was bloß aktiviert, was bloß ausgeführt werden, schon wieder der Knopf, was bloß ausgeführt werden soll, wenn wenn eben JavaScript aktiviert sein soll, dann können Sie da HTML.js davor schreiben, weil das HTML-Element dann den Klassennamen JS hat, wenn JavaScript aktiviert ist. Okay, JavaScript hinzufügen auf einer Drupal-Seite in einem Modul geht das mit Drupal@JS. Das Ganze ist ein wenig eine komplexere Funktion. Und zwar der erste Parameter kommt darauf an, was die weiteren Parameter sind, was der enthält. Der enthält zum einen eben einen Pfad zu einer JavaScript-Datei, kann ein Array enthalten oder ganz normalen JavaScript-Code. Und zwar hängt es vom zweiten Parameter ab. Wenn der zweite Parameter Core, Module oder Theme ist, dann ist es ein JavaScript, ist es ein Pfad zu einer JavaScript-Datei. Das heißt also, wir unterscheiden zwischen Core JavaScript, Modul JavaScript und Theme JavaScript. Das hat mit der Ausführungsreihenfolge zu tun. Theme JavaScripts kommen eben nach Modul JavaScripts, damit die irgendwelche Sachen dann noch ändern können, was an Modul JavaScripts nicht passt, weil Sie können ja mit JavaScript können Sie beliebige Funktionen einfach überschreiben. Insofern ist das relativ praktisch, weil es geht in PHP zum Beispiel nicht, Sie können nicht einfach irgendwie Funktionen löschen und dann neu definieren. Funktioniert einfach nicht. In JavaScript ist es aber überhaupt kein Problem. Wenn das ganze Setting ist, dann ist der erste Parameter eben ein Array. Da können Sie beliebige Arrays, alle möglichen Daten reinstopfen, die dann eben auf der Website direkt in JavaScript als Variablen zur Verfügung stehen. Und zwar ist das Ganze im Drupal.settings Namespace. In Drupal.settings landet dann alles, was Sie eben mit dem Drupal@JS hinzufügen. Wenn der zweite Parameter inline ist, dann können Sie da einfach als ersten Parameter ganz normalen JavaScript-Code reinschreiben. Ich würde es eher nett verwenden, weil das Ganze ein wenig heikel ist und man das besser in eine eigene Datei auslagern sollte, aber okay, es ist da. Dann Scope wird eigentlich auch relativ selten verwendet, ob Sie das JavaScript in Head von der Seite reinschreiben wollen oder irgendwo anders, in irgendwelchen anderen Regionen. Andere Regionen können Sie zum Beispiel in Ihrem Theme definieren, wenn Sie an Position X JavaScript-Code einfügen wollen, dann definieren Sie halt einen neuen JavaScript-Scope in Ihrem Theme und können das dann eben auch in Ihrem Modul verwenden, wird aber eigentlich nicht verwendet. Defer wird eigentlich auch nicht verwendet und Cache wird eigentlich auch nicht wirklich verwendet. Ich weiß auch nicht, warum das da ist, vermutlich war es vorher schon da und deswegen ist es jetzt immer noch da. Bitte? Das ist ein einfacher Dateipfad auf Ihrem Webserver zu der JavaScript-Datei. Wenn Sie zum Beispiel eine JavaScript-Datei, Script Source ist die und die Adresse. Und das erkläre ich jetzt nochmal, JavaScript-Dateien hinzufügen. Geht so, wenn Sie das JavaScript in Ihrem Modulordner haben, dann einfach Drupal getpath module einen Modulnamen und dann eben den Namen von der JavaScript-Datei anhängen. Dann ist es ziemlich wurscht, wo das ganze Modul liegt, ob das in Modules liegt, ob das in Sites All Modules oder Sites Foo Modules liegt. Völlig egal, weil es eben immer dann den richtigen Pfad verwendet.
Einstellungen kann man hinzufügen, indem man einfach da eben das Array definiert und als zweiten Parameter Setting verwendet. Und zwar ist es dann so, dass Drupal.settings.myModule ist dann der Wert MySetting. Da können Sie aber auch, statt MySetting können Sie nochmal ein Array und nochmal und so weiter. Das können Sie beliebig verschachteln und da alle möglichen JavaScript-Parameter oder JavaScript-Variablen auf die Seite hinzufügen. Zu guter Letzt noch inline, eben einfach ganz normal JavaScript-Code, der wird dann eben in Script-Tags eingepackt und auf die Website und eben da einfach dann direkt ausgeführt. Ja, JSON habe ich vorhin schon mal erwähnt. JSON ist JavaScript Object Notation. Das ist Datenaustauschformat, wird es bezeichnet. JSON sind einfach ganz normale JavaScript-Objekte oder JavaScript-Variablen. Der Vorteil von JSON gegenüber XML beispielsweise ist, dass es viel einfacher handhabbar ist als XML. Ich kann in JavaScript zum Beispiel einfach auf einfach direkt zugreifen, ohne irgendwie komplexe XPath Selektoren da schreiben zu müssen, um mich damit noch rumschlagen, sondern das ist eben einfach ganz normaler JavaScript-Code. So schaut zum Beispiel ein JSON-Objekt aus. Wie gesagt, mit diesen geschweiften Klammern kann ich Objekte definieren und dann eben einfach funktionieren nach dem ganz normalen bekannten Property-Value-Konzept. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel noch ein Array drinnen und dann noch ein Unterobjekt und so weiter. Das kann man auch beliebig verschachteln. JSON hat auch den Vorteil, dass man das mit PHP ziemlich einfach parsen kann. Da gibt es genügend Code-Schnipsel, die man sich runterladen kann, um eben einfach so ein JSON-Objekt in ein PHP-Array zu überführen. Und ja, die sind auch von den Datentypen her ziemlich kompatibel. Das ist jetzt auch vielleicht, PHP kann in Variablen kann Funktionen speichern zum Beispiel, aber das ist auch nicht in der JSON-Definition vorgesehen. Okay. Dann, wie füge ich Ajax-Callbacks zu meinem Modul hinzu? Ajax ist eigentlich eine komplett falsche Bezeichnung, weil im Prinzip fast niemand wirklich Ajax macht. Ajax steht für Asynchronous JavaScript and XML. Allerdings funktionieren kaum irgendwelche Webseiten wirklich mit XML. Meistens wird eben JSON verwendet oder einfach ganz normales HTML oder beliebiger anderer Text, aber XML kommt eigentlich ziemlich selten zum Einsatz. Ja, aber das hat ja eigentlich nichts mit, das hat eigentlich wenig direkt mit. Ja, kann man auch machen. Bloß mir sind bisher relativ wenig Implementierung von XML-HTTP-Requests über den Weg gelaufen, wo wirklich XML verwendet wird. Meistens wird da irgendwie ein anderes Datenformat wie JSON verwendet. Es gibt es bestimmt, aber wird nicht so oft eingesetzt. Aber Ajax kann man schön aussprechen, ist ziemlich bekannt und gibt es auch genügend Bücher inzwischen drüber, die zwar weniger mit dem mit Ajax an sich zu tun haben, als mit allen möglichen anderen Sachen, aber ja. Okay, zurück zu den Ajax-Callbacks. Im Menüsystem von Drupal kann ich einfach einen neuen Menüeintrag definieren. Und zwar ist der Pfad eben myModule/js und der Callback eben diese Funktion. Diese Funktion kann ich dann definieren. Und zwar als erstes ist es erforderlich, wenn ich da JavaScript zurückgeben will, da den Content-Type richtig zu setzen. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist vermutlich, dass das Development-Modul, das Devel-Module, setzen bestimmt auch einige ein, dazu neigt, an die Ausgabe von Drupal alle möglichen Sachen anzuhängen, wie zum Beispiel eine Tabelle mit den ganzen Queries von der Seite oder wie lange die Seite gebraucht hat, um
auszuführen, wie viel Speicher verbraucht worden ist und so weiter und so fort. Wenn man das Ganze aber dann nachher als JSON parsen will, die Rückgabe, dann ist es ungünstig, wenn dann noch HTML hinten dran hängt, weil es dann eben in Parsing-Fehler resultiert. Deswegen eben diese Content-Type Text JavaScript, damit das Development-Modul da nicht drum vorwerkt. Dann hier müsste ich jetzt halt irgendwie bestimmte Rückgabedaten generieren, das habe ich jetzt einfach mal so gemacht, Result True und Return, und zwar diese Drupal.js-Funktion, konvertiert PHP-Arrays in JSON. Die ist standardmäßig in Drupal integriert und da kann ich im Prinzip beliebige Arrays reinschmeißen und es gibt mir dann so ein JSON-Objekt zurück. Ja, das war's dann eigentlich schon. So einfach, sage ich jetzt mal, kann man eben JavaScript-Code serverseitig implementieren. Auf der Client-Seite muss man das Ganze halt dann natürlich weiterverarbeiten und dann die entsprechenden Aktionen ausführen, je nachdem, was für Rückgabewerte da sind. Dann kann man das HTML, das zurückgegeben worden ist, irgendwie in die Seite einfügen und so weiter, was halt das Script tun soll, was man programmiert. In Drupal 6 hat sich zum JavaScript-Support von Drupal auch noch einige Sachen hinzugekommen. Zum einen kann man JavaScript-Dateien übersetzen. Drupal hat ja diese T-Funktion, die kennen Sie bestimmt, mit der Sie beliebige Variablen, beliebigen Text übersetzen können und der halt dann eben, damit man eben die komplette Website lokalisieren kann. JavaScript-Funktionen konnten bisher aber nicht lokalisiert werden, das heißt also der Text in sämtlichen JavaScript-Dateien war Englisch. Und wenn die restliche Seite lokalisiert ist, dann in JavaScript-Dateien aber Englisch verwendet wird, ist es nicht so toll. Deswegen gibt es diese Drupal-T-Funktion auch in JavaScript mit Drupal 6. Und zwar wenn einfach sämtliche Strings in der Datenbank, die eben in JavaScript-Dateien vorkommen, werden als externe JavaScript-Datei generiert, also mit Englisch-Deutsch-Zuordnung, ganz normale Variable oder Array bzw. Objekt in JavaScript und dann einfach an die Seite anhängt und auf der Client-Seite der Browser schaut halt dann, ob zu diesem String eine deutsche Version meinetwegen zur Verfügung steht und verwendet halt dann die deutsche Version anstatt der englischen. Dann gibt es Behaviors in Drupal 6, was es ist, erkläre ich nochmal. JavaScript Theming, das ist auch ein ganz interessantes Konzept. Was auch interessant an Funktionen hinzugekommen ist, sind klebrige Tabellen, Köpfe, Sticky Table Headers. Und zwar, wenn Sie ja große Tabelle haben, die größer ist als der Viewport vom Browser, dann haben Sie das Problem, dass Sie oben nicht mehr sehen, was die einzelnen Spalten bedeuten. Mit Drupal 6 ist es aber so, dass das dann einfach, wenn Sie weiter runter scrollen, bleibt der Tabellenkopf bleibt oben am Browserrand kleben und Sie können dann immer noch sehen, was die Spalte zu bedeuten hat. Das kann ich ja später mal kurz demonstrieren. Dann der Teaser-Splitter ist auch in Drupal 6 drin. Da gab es ja einige Diskussionen im Vorfeld vom Drupal 5 Release um das Ganze, wer das mitgekriegt hat. Das demonstriere ich später auch nochmal, weil es zu erklären ist, ein bisschen aufwendig. Und alle möglichen anderen Usability-Verbesserungen, zum Beispiel wenn Sie jetzt auf diese Clean-URL-Seite gehen, dann werden die Optionen sofort aktiviert, weil JavaScript im Hintergrund schaut, ob Clean URLs aktiviert sind, also im Prinzip diese Seite mit Clean URLs aufruft und dann, wenn da 200 zurückgegeben wird, dann ist alles gut. Wenn 404 zurückgegeben wird, dann ist Module Write eben nicht richtig konfiguriert. Dann zur Übersetzung von JavaScript-Code in Drupal 6. Das funktioniert im Prinzip wie in PHP. Ja. Einfach Drupal.t, also der Unterschied ist halt eben, dass in JavaScript sämtliche Drupal-Funktionen eben im Drupal-Objekt versammelt sind und nicht einfach so direkte T-Funktionen, also müssen Sie Drupal.t schreiben statt einfach nur T. Ja, das funktioniert im Prinzip wie auf dem Server. Sie können auch beliebige Variablen verwenden in diesen Lokalisierungen und auch das Theme-Placeholder funktioniert in JavaScript und eben diese bekannte Ausrufezeichen, Add-Zeichen und Prozent für diese Variablen. Dann
Format Plural gibt es auch, ist auch problemlos möglich. Ja. Dann Behaviors ist das nächste in Drupal 6, und zwar sind ziemlich viele Funktionen, wie zum Beispiel Sticky Table Headers und so weiter, in Drupal.behaviors verschoben worden, in diese Variable rein, oder beziehungsweise in dieses Objekt. Und werden halt dann einfach alle Funktionen, die eben in diesem Drupal.behaviors drin sind, werden on-ready ausgeführt. Das heißt also, sobald das DOM bereitsteht, werden die ganzen Funktionen ausgeführt. Das hat, genau, diese Funktionen müssen auch nicht destruktiv aufgerufen werden. Das heißt also, die Funktion muss erkennen können, wenn eine Funktion in Drupal.behaviors drin ist, muss sie erkennen können, ob sie das Objekt schon mal manipuliert hat. Und wenn sie das schon manipuliert hat, dann halt bitte nicht nochmal manipulieren, nicht, dass dann irgendwelche Probleme auftreten. Das Ganze hat den Vorteil, wenn Sie zum Beispiel irgendwelchen HTML-Code mit XML-HTTP-Request nachladen und diesen HTML-Code in die Seite einfügen, dann sind diese ganzen JavaScript zum Beispiel angenommen, Sie laden einfach eine neue Tabelle nach mit Ajax und fügen die in diese Seite ein, dann hat das Custom Table Headers, weil dieses JavaScript ja schon zuvor ausgeführt worden ist. Dadurch, dass das jetzt alles in Drupal.behaviors drin gespeichert ist, können Sie die Funktion einfach nochmal aufrufen und alle Tabellen auf der Seite, die eben schon mal behandelt worden sind, werden einfach ausgelassen und die ganzen neuen Sachen, die wir gerade angefügt haben, bekommen dann eben dieses Sticky Table Headers. Dann Theming ist relativ interessant. Und zwar sind es einfach ganz normale Funktionen, die HTML-Code zurückgeben. Der Vorteil davon ist, wenn Sie zum Beispiel, als Beispiel kann man da das Autocomplete verwenden, es erzeugt ja dann so eine Liste mit diesen ganzen Autocomplete-Einträgen. Das HTML kann man aber zum Beispiel in Drupal 5, was das erzeugt, kann man nicht verändern. Wenn man da dann irgendwelches JavaScript-Theming, braucht man noch ein paar Diffs, um Hintergrundbilder da anhängen zu können. Funktioniert in Drupal 5 halt nicht. In Drupal 6 ist es aber so, dass jedes Theme diese dann quasi dann das Markup verändern kann von den, das eben diese Scripts einfügen. Im Modul JavaScript schreiben Sie dann einfach zum Beispiel folgenden Code: Drupal.theme ist diese Theme-Funktion. Hängen dann halt das Element, was das zurückgibt, einfach irgendwo an. Das kommt halt dann immer darauf an, was sie machen wollen, wo sie das anhängen. Dann in Drupal.theme.prototype definieren sie eben diese Standard-Theme-Funktion, wie wenn sie in einem Modul ihre Theme-Theme-Name definieren, die dann mit Template-Theme-Name überschrieben werden kann, verwenden. Ist es halt so, dass es bei JavaScript in Drupal Theme Prototype drin ist, diese Standardfunktionen. Wenn Sie diese Theme-Funktion, die jetzt HTML-Code zurückgibt, beispielsweise überschreiben wollen in Ihrem Theme, dann funktioniert es einfach Drupal Theme und dann der Name von dieser Funktion. Da können Sie dann beispielsweise anderen Code zurückgeben. Sie müssen dann natürlich schauen, dass der einigermaßen kompatibel ist, dass das Script eben auch weiß, wo es ansetzen muss und so weiter. Ja, irgendwelche Fragen? Ja. In Drupal 6 gibt es, glaube ich, wird da irgendwie Cookie gesetzt, soweit ich weiß, damit man auf dem Server dann weiß, dass JavaScript nicht aktiviert ist. Generell ist es aber so, dass wenn Sie in Drupal ein Formular programmieren, dann ist es erstmal ohne JavaScript komplett zugänglich. Dann müssen Sie jetzt nicht irgendwie extra Anstrengungen machen, dass es ohne JavaScript bedient werden kann. Das ist eigentlich aber eher Aufgabe eben vom Modulprogrammierer, dass er sicherstellen soll, dass das Ganze ohne JavaScript funktioniert und dass das auch funktioniert, eben wenn JavaScript, wenn diese Interaktivitätsschicht von JavaScript eben nicht zur Verfügung steht. Ja.
Genau, und zwar, Sie kennen vermutlich den CSS Aggregator, der eben alle CSS-Dateien, alle 20 CSS-Dateien oder was zusammenholt und in eine Datei packt, damit eben weniger HTTP-Requests ausgeführt werden. Dasselbe gibt es in Drupal 6 auch für JavaScript-Dateien. Und zwar funktioniert es im Prinzip nach einem absolut gleichen Prinzip. Sämtliche JavaScript-Dateien, die auf der Seite vorkommen, werden halt in eine Datei zusammenkopiert und komprimiert. Dazu müssen Sie übrigens auch aufpassen, dass Sie eben überall Semikolons dran haben, damit es eben, wenn Sie einen Whitespace entfernen, dass es da keine Probleme gibt. Genau, gibt es noch einen Drupal 6. Bitte? Ja, da gibt es, wenn Sie Drupal RJS aufrufen mit Drupal 6, gibt es einen neuen Parameter, und zwar nennt sich der Preprocess. Wenn Sie den auf falsch setzen, dann wird es nicht in diese Datei rein kopiert. Genau. Das ganze, das System ist nicht so toll, muss ich zugeben, weil auch mit CSS das Problem gibt, dass das auf jeder Seite ein bisschen anders ist und man dann am Schluss 20 zusammengepackte CSS-Dateien hat, wo immer ein kleines bisschen was fehlt oder ein bisschen was dazu gekommen ist. Und ja. Ja, die Folien kann ich hochladen. Entweder auf meiner Website auf karkäfer.com oder auf der drupal.org, und da gibt es irgendwo so eine Konferenzseite zu der Konferenz hier, wo die meisten Folien wahrscheinlich zur Verfügung stehen werden. Nee, direkt auf drupal.org, das hat glaube ich keine Adresse, die man sich merken kann, also ich kann es mir zumindest nicht merken. Das ist irgendwie Node und dann irgendwie eine sechsstellige Zahl. Also, okay, wenn es dann. Ja. JavaScript komprimieren können. Ja, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, wie Sie JavaScript komprimieren können. Und zwar einmal durch gzip oder deflate, halt Kompression direkt auf dem Server und das dann, dass weniger Daten übertragen werden. Das Problem dabei ist aber, dass der Internet Explorer das nicht unterstützt. Internet Explorer mag keine komprimierten, also mit gzip komprimierte CSS- oder JavaScript-Dateien. Da verschluckt er sich dran. Die zweite Möglichkeit ist einfach, den ganzen Whitespace und Kommentare und so weiter zu entfernen aus dem Code, weil Whitespace nimmt schon einen ziemlich beträchtlichen Anteil eben und Kommentare einen ziemlich beträchtlichen Anteil eben an dem ganzen JavaScript-Code ein. Wenn Sie das Ganze entfernen, dann können Sie da locker mal auf die Hälfte von der Dateigröße kommen. Die dritte Möglichkeit, um das Ganze noch kleiner zu bekommen, ist Binärkompression. Und zwar gibt es da verschiedene Scripts, die das Ganze eben nach einem ganz komplizierten Binärsystem packen und dann mit einer Funktion versuchen, oder halt eben diesen original JavaScript-Code als Variable zu rekonstruieren. Und dieser JavaScript-Code, den Sie dann in einer Variable gespeichert haben, wird dann mit eval ausgeführt. Ja. Und eine andere Frage. Ja. So, Entwicklungs- und Debugging-Tools für JavaScript war ja oftmals. Bitte? Entwicklungs- oder Debugging-Möglichkeiten für JavaScript war oftmals. Ist ja, Ja, Moment, das zeige ich Ihnen am besten hier gleich. Und da gibt es ja mehrere Tools. Ja, gut, eigentlich bloß ein Tool, aber ja. Und zwar. Gibt es das Tool für Firefox, und zwar nennt sich das Firebug. Das bekommt man auf getfirebug.com, und zwar stellt es so eine richtig tolle Konsole und sonst noch was bereit, wo Sie auch den kompletten HTML-Code inspizieren können und da auch direkt Veränderungen dran vornehmen können. Ich habe das Ganze hier auch schon installiert. Wenn Sie da auf HTML gehen, können Sie da durchgehen und dann haben wir da alle möglichen, gehen wir mal da rein. Wenn ich da zum Beispiel die ID, kann ich direkt entfernen und dann schaut das Ganze ein wenig blöd aus, wenn da eben das nicht dran ist. Okay, das Ganze hat aber auch eine JavaScript-Konsole, das ist eigentlich das eigentlich Interessante dran. Und zwar können Sie die einfach normalen
JavaScript-Code eingeben, der wird dann ausgeführt. Und wenn Sie dann das wieder abrufen können, dann erscheint es auf der Konsole. Sie können Ihren Script dann auch Kommandos einfügen, zum Beispiel console.log, und dann können Sie eben direkt Werte in diese JavaScript-Konsole reinschreiben. Das ist relativ praktisch für Debugging-Zwecke. Sie können da sogar komplette Objekte ausgeben. Wenn ich jetzt hier mal das Dokument-Objekt ausgebe, dann kann ich da sogar draufklicken und dann die einzelnen Parameter von diesem Dokument-Objekt mir anschauen und dann auch immer weiter verschachteln und so weiter. CSS-Eigenschaften und sowas ändern. Ich glaube, das nennt man auch eine JavaScript-Konsole. Es gibt von Microsoft selber eine IE-Toolbar, mit der man Sachen ändern kann. Die ist kostenlos und es gibt halt eine, die als Web-Developer-Toolbar kostet 60 Euro oder sowas. Es gibt, glaube ich, es gibt auch so ein Script, das eben eine JavaScript-Konsole für den Internet Explorer bereitstellt, das dann auch eben mit diesem console.log funktioniert. Allerdings hat es nicht sämtliche Funktionen wie jetzt im Firefox, wo ich dann noch die ganzen Objekte anschauen kann. Damit kann ich ja bloß ganz normalen Text ausgeben. Ja, dann weitere Hilfsmittel zur JavaScript-Programmierung sind blöd. .com ist es. Und zwar JSLint. Da können Sie einfach Ihren JavaScript-Code einfügen und wenn der JavaScript Probleme macht, dann wird Ihnen das angezeigt. Ich hole jetzt mal da JavaScript-Code raus. Ich nehme jetzt einfach mal die Funktion da. Kopiere die da rein. Und das zeigt mir dann alle möglichen Informationen dazu an, welche globalen Variablen dadurch entstehen und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel da das Semikolon weglasse, dann, Moment, müssen wir es eigentlich genau da, Problem at line 7, corrected 23, missing semicolon, zeigt mir das sofort an. Und das ist relativ zuverlässig auch. Also das findet auch in den abstrusesten Situationen irgendwelche Fehler. Dann JSmin ist auch interessant. Und zwar, nee, das ist eine andere Website, das wollte ich nicht. Dann ist das wahrscheinlich, nee, das ist da. Und zwar ist es ein Script, um. Ach Gott. Wo komme ich da jetzt wieder drauf? Boah, keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Auf jeden Fall, wenn Sie irgendwo finden, wo das ist. Das ist eben so ein Script, um JavaScript-Dateien zu komprimieren, also den Whitespace da draußen zu entfernen und so weiter. Dann ein anderes Script, um JavaScript zu komprimieren, ist der Packer vom Dean Edwards. Und zwar funktioniert der genauso. Ich füge jetzt einfach einen JavaScript-Code ein und da gibt es dann mehrere Optionen, und zwar zum einen entferne ich hier einfach den Whitespace. So habe ich einen Kompressionsratio von 0,65. Also es ist schon einigermaßen gut bei diesem kurzen Code-Segment, wo nicht mal Kommentare drinnen sind. Dann kann ich da auch noch verschiedene Algorithmen einstellen, wenn ich das Ganze damit der effizient ist, brauche ich viel mehr JavaScript-Code. Diese ganze Drupal.js wird mit diesem Faktor komprimiert. Also das schaut dann so aus, das ist im Prinzip, ja gut, Binärformat ist es nicht, aber halt ziemlich komprimiert. Ja. Das ist bloß bei Drupal 6 drinnen, soweit ich weiß, ist das der Packer ohne dieses Base 62. Einfach bloß Whitespace, bitte. Ja, Whitespace und
Kommentare und sowas halt. Und bei CSS ist halt immer so Sache, weil da dann auch gerne irgendwelche Browser-Hacks eingesetzt werden mit Kommentare, die Backslash-Hacks und sonst noch was. Und deswegen ist es halt dann kritisch, da CSS weiter zu komprimieren, als bloß Whitespace zu entfernen. Okay, dann ein paar Sachen wollte ich noch demonstrieren bei die offizielle Zeit ist schon zu Ende, oder? Ja, wenn Sie also wenn Sie gehen wollen, dann können Sie gern gehen. Ich halte Sie nicht auf. Ansonsten demonstriere ich halt den Rest noch. Oh, was ist das? Ja, das ist die Entwicklungsversion halt. Okay. Muss nur neu installieren, weil da etliches kaputt ist, so wie es ausschaut. Ja. Also der Installer schaut in Drupal 6 auch ein kleines bisschen anders aus als in Drupal 5. Okay. Okay, das Ganze mal gleich wieder installiert. Ein bisschen Inhalt brauchen wir, das aktivieren wir auch alles gleich. Bitte? Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, das reicht jetzt erstmal. Genau. Okay, und zwar hier haben wir erstmal diese Sticky Tables, Table Headers. Da ist der Kopf von der Tabelle. Wenn ich jetzt weiter runter zu. Aus irgendeinem Grund ist hier JavaScript nicht aktiviert, so wie es ausschaut. Ah, okay, ich weiß warum. Okay, ja genau, jetzt ist aktiviert. Okay, wenn ich jetzt runter scroll, dann bleibt das einfach oben kleben. Was ich vorhin schon erwähnt habe, Shift drücken und das nächste. Dann kann ich eben mehrere auf einmal auswählen. Wenn ich hier da Story, na, das ist noch nicht drin, okay, dann diese Autovervollständigung, das kennen Sie vermutlich. Noch irgendwas? Okay, gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you gotta download Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal.